Ja, hi, willkommen. Mein Name ist AniroLP und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Fallout 4. In der letzten Folge haben wir den Rest dieses Abwasserkanals hier erkundet und sozusagen die Frau gestellt, die hinter all diesen Machenschaften hier ist. Und ja, jetzt können wir hier die Tochter befreien von diesen einen Typen. Und ja, die ist angeblich ein Sint und die hat was gegen Sins und versucht deswegen mit diesen Safe-Tests, basierend auf dem Go-Test, herauszufinden, wer alles ein Sint ist. Und ja, da haben wir nicht zugestimmt, wir konnten der helfen, haben wir nicht gemacht. Und okay, Meister, da kann ich Erfahrungspunkte kriegen, hallo. Und ja, deswegen hat sie gesagt, wir sollten sie vielleicht umbringen, aber anscheinend scheint die sich nicht zu verteidigen und nichts zu machen. Also ja, wir könnten sie natürlich umbringen, aber dann wird sie aufhören hier mit diesen ganzen Simf-Tests. Aber cool, ja, ich gehe das hier auch nichts an. Okay, das hat gefallen, sehr gut. Ich mache das nur wegen den Erfahrungspunkten. Hallo, dafür ein, zwei Haarklammern verballern. Ich habe übrigens was Gutes herausgefunden an der Rüstungsbank, und zwar kann ich meinen Helm noch ein bisschen weiter verstärken, also den ich letztens gekauft habe mit dem plus Charisma und plus Intelligenz. Und zum Teufel ist das Ding hier? Und das ist dann genauso stark wie mein vorheriger Helm, also sehr gut. Kann ich noch was aus dem rausholen? So, was geht? Alles in Ordnung. Du bist in Sicherheit. Direkt Close-up. Danke. Ich bin Emilia Stockton. Ich bin kein Sünd. Oh Gott! Was war das? Ich glaube dir. Ich will, dass dieser Albtraum aufhört. Was zum Teufel? Der alte Stockton. Er wird dir eine Belohnung geben. Oh Gott. Lass mich raus. Guck weg. Oh Gott, das war nicht schön. So, ich kann, sag mal, mit Amelia Stockton, ja, da kann ich dahin gehen und das aktivieren, aber guck mal, was da drin ist. Das neue Truhe habe ich gesehen, hallo. Speicherte Nachrichten. Ich denke, ich halte ich zurück, die Stockton Rückkehr kann zu viel Aufsehen regen. Ah, kann man rausgehen, also darf das nicht noch einmal vorkommen. Oh, so, egal. Ich alle schon einmal vorgebracht, aber bitte, falls ja keine Sinn, denke dabei allerdings Folgendes. Nö, tue ich da lieber aufschließen, hallo. Erfahrungspunkte und so. Kronkorken, Patrone. Ja. Jetzt eine Stunde her, seit ich aufgenommen habe. Deswegen bin ich ein bisschen weg. Okay, schließen wir natürlich auf wegen den Erfahrungspunkten. Wir waren auf 25, aber na und? Okay, Herr Meister ist natürlich sehr doof. Aber ich kann es ja. Oh Mann. Ja, genau so. Hi. Hallo. Gott sei Dank. Ich bin frei. Ich dachte, ich komme hier nie wieder raus. Was ist das da? Also wie so ein Schockteil. Oh, hätte ich die töten können oder was? Okay, ehrlicher Dan. Was sagst du dazu zu sagen? Komm her! Hey Dan. Stockton kriegt deine Tochter und wir werden bezahlt. Gar nicht schlecht.
Es war schön, mit dir zu arbeiten. Gleichfalls. Gut, dich an meiner Seite zu haben. Hier ist dein Anteil an der Belohnung. Meine Hälfte hole ich mir von Stockton. War mir ein Vergnügen. Bis dann, Dan. Ja, bis dann. Ich mag deinen Namen. Irren ist menschlich. Okay. Was hast du noch zu dem ganzen Thema zu sagen? Dr. Chambers. Alles, was ich getan habe, war fürs Allgemeinwohl. Also, wieso aber alleine? In Covenant sind auch noch ein paar Leute. Da sollte ich mich wahrscheinlich erstmal fernhalten. Weiß nicht, verzeihen die mir nach der Zeit? Ich glaube nicht, ne? Ja, wir sind jetzt jedenfalls ja fertig. Da wird gar nicht angezeigt. Wow. Gut, dann gehen wir weiter unsere Wege, ne? Weil wir haben ja noch andere Sachen zu tun. Theoretisch, aber ich will da wieder. Ich dachte erst, da wäre wieder so ein Railroad-Zeichen. Wir gehen jetzt erstmal hier raus und gucken mal, wo wir als nächstes hingehen. Wo uns unser Weg hinführt und so weiter. Ihr wisst schon. Gut, was haben wir noch auf der Karte? Hat zwar ein bisschen Erfahrungspunkte gegeben, aber nicht so viel, wie ich mir gewünscht hätte. Ich hätte gerne noch ein Level abbekommen. Damit ich hier mega kritische Treffer noch aufleveln konnte von meinen Perks. Aber naja. Kann ich alles haben. Die Geräusche von deinem Pip-Boy klingen gar nicht gut. What? Oh. Warte mal hier, da ist doch direkt was. Gehen wir da rein. Also anstatt erstmal die ganzen Orte hier abzuklappern, die wir schon gefunden haben, und die aus dem Weg zu schaffen, gehen wir direkt hier zum neuen Ort und suchen den. Kate, da bist du. So, was haben wir denn hier? Großes Gebäude, Lager. Sieht nicht nach so einem extra Gebiet aus. Mystic Pines. Gehen wir nochmal rein. Also Orte, wo man nicht extra irgendwo reingehen muss, finde ich irgendwie ein bisschen besser. So offene, die mit der Weltkarte so verbunden sind. So, oder mal hier drin zum Beispiel. Blablabla. Geschafft. Oh, da runter geht's auch noch. Wahrscheinlich geht's da ein extra Gebiet oder so, ne? Oder auch nicht. Da ist ein Fusionskern. Da war's auch. Okay. Und weiter im Text. Kann ich eigentlich Fusionskerne wieder reintun? Wofür ist das überhaupt? Das sieht nicht aus, als wäre es irgendwo mit verbunden oder so. Das ist einfach nur da. So, wir sind auch keine Gegner, das ist verdächtig. Oh, hallo. Ja, kein Tor ist von mir sicher. Cool. Aber mein Level Up komme ich doch noch ran. Aus dem Packs, sehr gut. Habe ich wieder 34. Stimmt, ein paar habe ich, glaube ich, in letzter Zeit verbraucht. Deswegen kommt ihr gerade recht. Ja, trotzdem so gerne ein Magazin oder eine Wackelpuppe oder so. Kaugummi, ne. Mein Charakter muss voll am Verhungern sein, weil ich nie irgendwie was zu essen mitnehme. Habe ich aber echt noch nie in Fallout spielen. Ich tue nur so 3-4 HP oder so heilen. Obwohl in dem Spiel ist halt ja ein bisschen anders. Oh, technische Dokumente. Und irgendwie so einen prozentualen Teil hier ein bisschen heilen. Ja, trotzdem ist irgendwie Platzverschwendung. Vor allem die wiegen auch immer
ein in der Regel ein Teil. Oh, genau, das habe ich gesucht. Geschichten des Dörrfleischverkaufers, sehr gut. Alte Dorf, bessere Preise, wenn du beim Händler kaufst, sehr gut. Ist aber nicht abgeschlossen, ja. Ich weiß ja nicht, wann das immer abgeschlossen ist. Sobald ich hier eine Mission erledigt habe oder sobald ich hier was Gutes gefunden habe, der schließt sich mir noch nicht so. Egal. Wir haben so ein Spielzeugauto mit, weil ich brauche, glaube ich, Schrauben in letzter Zeit und die Dinger geben, glaube ich, Schrauben. Was hat ihr überhaupt für ein Ort? Ich dachte, das wäre so eine Art Wohnheim oder so, aber so komisch aus. Ja, aber nicht abgeschlossen. Ja. Hier ist ja nichts mehr. Ja, ich habe ein Magazin gefunden. Gar nicht schlechtes sogar. Bessere Preise, ja. Wieder habe ich davon schon. Händler aus Junktown, ja. Ich will eine Menge finden, sehr gut. Meine Preise noch ein bisschen zu verbessern. So, aus hier. Habe ich abgeschlossen, ne? Ja, so, was haben wir noch hier? Für Karte. Ich sehe jetzt hier keinen neuen Ort. Super Duper Markt, da waren wir schon. Lexington, das Gebiet, das heißt, glaube ich, so, ne? Gehen wir mal hier so lang. Ja, gehen wir mal da lang. Da sehe ich doch schon wieder was auf der Karte. Vor allem, es gibt ja auch Orte, die nicht auf der Karte verzeichnet sind. Da darf ich natürlich auch nicht vorbeilaufen. Wer? Oh. Ich erledige ich mit der Tür. Sollte man vielleicht speichern. Jetzt kann ich ja ganz. Oh, da ist ein Geschütz, sehe ich, ne? Wohl. Oh Gott. Hi, na? Wie ich. Aua! Treffen, ich bin viel zu nah dran. Oh. Mann, ihr habt echt komischen Ort hier. Puff. Weg runter. Seid ihr? Irgendwann wird dir die Munition ausgehen. Wo seid ihr? Hi. Ja, das Ding macht ja, glaube ich, Strahlungsschaden, ne? Leuchten die deswegen so grün? Ich habe sie noch nie so todesüchtig gesehen. Metallrüstung. Oh, hi. Schleichangriff, sehr gut. Out. Stimmt ja, Nahkampfangriffe. So. Hey. Nahkampfschleichangriffe tun, glaube ich, ein bisschen mehr abziehen. So, XP, XP, XP. So, okay. Wo ist hier noch? Uff. Sehr gut. Oh, das Schwert gefällt mir. Macht zwar nicht so viel Schaden wie die Axt, aber trotzdem. So, da war mal ein erfolgreicher Angriff. Finde ich sehr gut. Schön. Und kein legendärer Gegner. Ich spiele noch auf Überleben. Ne? Das ist mir jetzt so verdächtig. Überleben, ja. Läuft überraschend gut in letzter Zeit, aber ich bin auch keinen legendären Gegnern hier begegnet. Diese Idioten schon wieder?
Lass diesen Müll liegen. Das ist Platzverschwendung. Psst. Kein Müll. Schätze. Schätze. Ich kann auch in dem Part, nach dem Part hier endlich mal ein paar Sachen einlagern. Ich war ja irgendwie sonst immer in der Stadt oder so. Irgendwo mittendrinne. Jetzt nur dabei. Ich auch endlich mal meine Sachen hier lag. Ich habe ja mal wieder voll viel Müll aufgesammelt. Oh hi. Oh hi. Experte, ach geh weg. Bams. Ja. Genau so. Ah ja, ich habe ja noch ein bisschen Platz. Jetzt habe ich einen Stealth Boy, geil, danke. Kannst ruhig mal wieder mit mir reden, Cave, damit ich auch deinen Bonuseffekt bekomme. Da musste ich irgendwann mal Strong mitnehmen, wenn ich mit ihr fertig bin. Ich will jetzt erstmal alle mitnehmen, damit ich deren Bonus bekomme, ihre Bonusfähigkeiten. Du kannst sagen, was du willst, aber das sieht so verdächtig aus. War scheint nichts zu sein. Welcher Piper? Lang genug mitgenommen, hat einen Effekt von der bekommen. Irgendwie mehr Erfahrung durchs Erkunden und durch Überreden. Von Kotzweit habe ich mehr Resistenz gegen Roboter bekommen. Weil nicht bei Cave, vielleicht könnte ich mir vorstellen, beim Schlösserknacken oder so mehr Erfahrungspunkte zu bekommen. Vielleicht wäre auch gut. Jedenfalls mache ich das jetzt erstmal mit allen Verbündeten, wenn ich. Weil die Effekte sind auch da, wenn meine Charaktere nicht gerade dabei sind und schon mal sehr gut ist. Whip. Da ist dann muss ich als nächstes Strong mitnehmen. Da muss ich irgendwann mal Valentine finden. Ich habe keine Ahnung, wo der ist. Ich glaube schon in der Story weiter. Oder Paladin Dance. Wie kein Schleichangriff. Hi. Oh, Ghule. Hier geblieben. Na, hoffe ich, dass es läuft. Ja, vielleicht ist die... Boah, ist das ekelhaft. Oder vielleicht ist das Schwert einfach voll überpowered. Ich glaube aber nicht. Oh, das ist nicht deine Arme, okay. Entschuldigung. Oh, Granaten, sehr gut. Oh, ihr habt euch um die alle gekümmert, finde ich sehr gut. Zum Glück war ich nicht in der Nähe. Eine Mini-Atom. Er hat sich echt an die Mini-Atome geklammert. Der wollte sicher gehen. Wenn da draußen die Explosion den nicht töten, dann tötet die Explosion da drinnen den. So, warte mal hier. Immer noch nicht den einen Ort gefunden. So, Vorkriegsgeld? Nein. Boah. Nimm das mit. Aber wenn ich gut bin, war hier viele Orte entdecken, viel looten und ohne hat irgendwie ein legendärer Gegner kommt oder irgendwie so hat. So, jetzt habe ich es gesagt und jetzt kommt es wahrscheinlich. So, da rein. Lexington Apartments. Ja, gehen wir da rein. Klingt nicht so schlimm und so weitläufig. Sind einfach nur ein paar Apartments wahrscheinlich. Niemand. Da ist nichts mehr. Was denkst du denn? Keine Ahnung. Ich glaube, du siehst Gespenster. Ja, wohl eher hörst. Mit dem Chat aufhören. Jetzt fang mich an durchzudrehen. Oh, hallo. Meine verdammte Schulter. Deine Schulter, ehrlich? Nicht deine Beine oder so?
Eine Schulter. Irgendwie klingt inzwischen alles nach Schritten. Oh ja. Hey. Oh, Nahkampf, okay. Uff. Ich kämpfe mit deinen Kollegen, verdammt. Buff. Boah, meine kritische Treffer im Nahkampf. So überpowert. Vor allem durch das Perk jetzt noch, das ich letztens geholt habe. Ach man. Viele Splittergranaten. So, ist das Gebiet hier schon zu Ende? Das wäre sehr gut. Oh, Commonwealth, okay. Ich habe noch nicht abgeschlossen. Meine Güte, ich schließe heute gar nichts ab. Ich habe Gefühl. Wozu die Mühe? Ist doch Müll. Ich würde es wegwerfen. Ich weiß nicht. In V3 muss es ja auch Vorkriegsbücher immer abliefern an einen Ort. Außerdem ziehen die Dinger zu divers, also nicht durch Schrott, zu Schrott. Also glaube ich, die kann man irgendwo gebrauchen. Oh. Der Partner sollte hier, glaube ich, weitergehen, aber tut es nicht. Ah, und wir sind hier vollkommen sonst hingegangen eigentlich. Super, ich möchte mal irgendwie einen Ort abschließen. Dann weiß ich ja gar nicht mehr, wo ich schon war und wo nicht. So, hübs oder? Also nachts. Jetzt geht es wahrscheinlich voll ab, ne? So, wo lang jetzt? Kowerger Fertigungsanlage, da war ich doch glaube ich schon drin, ne? Apotheke, okay. Noch besser. Los, Medizin, Wackelpuppe. Irgendwie sowas. Ach nee, Medizin gibt's ja gar nicht mehr hier. Wo Medizin hat, heißt Stimpax. Ja, genau. Und das ist doch auch nicht schlecht. Nicht schlecht. Oh, Stange Zigaretten. Was zum Teufel ist hier passiert? Krieg. Krieg ist ja passiert. Wir wissen ja alle, Krieg bleibt immer gleich. Hier ist aber nix. Mein Gott, sind Reddicks echt so groß? Wie so ein bisschen erschreckt. Mann, nicht verzeichneter Ort auf der Karte und hier ist nix außer Heilsachen halt. Gerade an solchen Orten würde ich ja irgendwie was richtig Wertvolles verstecken. What? Okay. Ständer. Schirmständer. Ständer. Okay. Weiter. Wäre vielleicht noch irgendwas. Wohl, wenn ich irgendwas finde, gehe ich da wahrscheinlich sowieso jetzt nicht mehr rein, weil gleich ist der Part zu Ende und ich will meine Sachen alle einlagern. Genau jetzt kommt eine Quest noch, ne? Ich habe übrigens eine Quest bekommen in der Burg. Keine Ahnung, schon wieder so, ich laufe irgendjemand vorbei und kriege eine Quest. Vor allem, bin an niemanden vorbeigelaufen. Ich habe mich nur in der Burg noch umgesehen ein bisschen. Dann auf einmal scheint eine Quest, obwohl niemand mit mir gesprochen hat. Jetzt glaube ich Wassermarsch. Und ja, keine Ahnung, worum es da geht. Aber ich habe die Mission bekommen. Sieht so aus, als würde hier jemand sein. Hier haben wir dann noch was. Oh, wir tun überraschend wenig Gegner heute begegnen. Hm.
Na komm. Sowieso gleich alles einlagern. Irgendwann springt mir aus der Toilette irgendwas raus. Wenn ich so eine Tür öffne, irgendwann. Habe ich mir, glaube ich, auch immer gesagt, als ich Fallout 3 gespielt habe, aber das ist, glaube ich, nie passiert. Wow, hier ist gar nichts. Totale Zeitverschwendung. Wow, ich mal sitze. Ja, immer hier noch. Dann sehe ich schon wieder irgendwas auf der Karte markiert. Da ist irgendjemand. Ja, da war schon AP verloren. Mal mein neues Scharfschützengewehr mal ausprobieren. Also nicht neu. Wow. Stimmt, ich habe so eine geile Nachtsicht jetzt. Off. Ein Schlag weg. Sehr gut. Ja, 50 Millimeter jetzt, ne? Oh, du schießt gegen irgendwas anderes. Uff! Ich schwöre, da war was. Uff! Sehr gut. Das ist jetzt natürlich, dass ich nicht so oft damit rumballern kann, weil ich glaube, 50er Munition ist ein bisschen seltener. Oh. Ricky Dalton, okay. Was auch immer. Sind um diese Jahreszeit schlimmer als die Mücken. Wer bist denn du? Hallo. Was zum Teufel machst du hier oben? Keine Ahnung. Was machst du hier oben? Bro. Oh, hi. Ich glaube, die Gegend mal noch hier abschreiben erstmal, wenn wir fertig sind. Hier irgendwo anders hin in der nächsten Folge. Hey, da ist irgendwas. Das erkunden. Was? Ich möchte noch mein Level abhaben. Schon, komm schon. Jawohl. Mess, Kies und Sand. Und das Level ab, das genehmigen wir uns jetzt noch. Einzige, was ich glaube, ich jetzt nehmen kann, ist. Also nehmen kann, aber. Das hier. Deine kritische Treffer verursachen jetzt doppelten zusätzlichen Schaden. Ja. Boah, vor allem hier vierfachen zusätzlichen Schaden. Aber ihr kritische Treffer wird auf jeden Fall bombig Schaden machen. So, dann weiß ich nicht. Obwohl, hier ist eigentlich auch noch relativ wenig. Dann teleportieren wir uns in der nächsten Folge hier hin. Und ich gehe dann erstmal meinen ganzen Schrott wieder einlagern und vielleicht meinen Helm oder so nochmal aufleveln. Damit der auch aktuell ist. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge auf Let's Play Fallout 4. Ich bedanke mich alle herzlich fürs Zuschauen und sage Tschüss, bis zur nächsten Folge.